Butcher tritt als Sopran in Begleitung von der Blondin Abgottsporn am Klavier auf. Unter dem Namen Duo Incanta entfernt sich das Publikum in die klassische Musikwelt. Sie redet und ich folge. Das sagst du nicht, das ist Klischee. Nein, stimmt nicht. Am Fernsehen spricht sie, in der Probe spreche ich. Genau, so ist es. So ist eigentlich genau unsere Zusammenarbeit. Ist wahr? Nein, stopp, ja. Löschen. Genau, sehen Sie? Sie hat das Kommando. Nein. Als ich aus den USA bin, habe ich dringend eine gute Pianistin gebraucht. Und dann ist mir die Blondin empfohlen worden. Und so hat eigentlich unsere ganze Zusammenarbeit dann angefangen. Ich war schon bei meinen Eltern zu Hause, ist viel klassische Musik gehört worden, aber auch Jazz hat einen grossen Einfluss gehabt. Und ich habe eigentlich lange nicht gewusst, dass ich wirklich nur mich jetzt auf den klassischen Gesang fokussieren. Ich habe sehr lange Jazz, Pop und auch Musicals gesungen. Das mache ich auch heute noch, teilweise. Einfach nicht ganz so intensiv wie damals. Am 3. März gaben sie im Zermatterhof ein Benefizkonzert mit Kompositionen von Schubert, Schumann und Brahms zugunsten von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung.